Am 13. Mai wurde der Abschluss der langjährigen Sanierungsarbeiten an der ehemaligen Hausmülldeponie Finkenkamp in Schwerin feierlich abgeschlossen. Somit ist ein weiterer Schandfleck aus dem Stadtbild endgültig verschwunden. Mit insgesamt 3,44 Millionen Euro haben das Land, die Stadt und der stadteigene Betrieb WAG die noch aus der DDR-Zeit bekannte Müllhalde im Stadtteil Neumühle zu einem attraktiven Erholungsort gemacht. Das wichtigste Ergebnis allerdings ist die Sicherung der Grundwasserqualität. Wir haben ja schon vor 7 Jahren eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Da sieht man mal, wie lange, wie umfangreich dieses Projekt war. Ich bin hier wirklich allen Beteiligten dankbar, dass sie so gut zusammengearbeitet haben. Das war ja übergreifend. Das war unser Eigenbetrieb, zentrales Gebäudemanagement. Die städtischen Fachdienste, die mitgemerkt haben und insbesondere die kommunalen Unternehmen. Der Abschluss ist ganz, ganz wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass wir es überhaupt angefangen haben, weil die Beeinträchtigung der Grundwasserfassung Neumühle war schon nicht ganz so unbedenklich und wir sind deswegen sehr, sehr froh, dass doch in überschaubar kurzer Zeit das Problem und dieser Gefährdungsherd hier beseitigt, dauerhaft beseitigt ist. Und wir sehen ja auch, wie schön es jetzt geworden ist. Ne? Seit 1990 wurden in Schwerin 722 Altlasten saniert. Es bleiben aber noch 264 Altlasten im Stadtgebiet, bei denen die Sanierung nicht abgeschlossen ist oder gar aussteht. 681 altlastverdächtige Standorte müssen noch untersucht werden.